Eine gute Frage. Also man kann das Ganze nicht so pauschal sehen. Es kommt immer darauf an, wie viel ist er eingewachsen, wie viel ist er entzündet und ja, die Länge. Was zu lange ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Also den krassesten Fall habe ich mal gehabt, der hat fast 5 Jahre eingewachsene Zehennägel gehabt, bevor er zu mir gekommen ist. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt kommen die Patienten zu mir erst nach einem Leidensweg von mindestens 1,5 Jahren. Wenn jetzt natürlich der Zeh extrem entzündet ist und das Ganze schon sehr, sehr fortgeschritten ist und der Patient nicht zum Arzt geht und das Ganze selbst immer behandeln möchte, ja, da muss man sich wirklich im Klaren darüber sein, dass es auch passieren kann, dass man sich eine Blutvergiftung holt. Das heißt, jemand, der eingewachsene Zehennägel hat, sollte so früh wie möglich sich Hilfe holen. Und nein, liebe Freunde der Füße, ihr müsst euch nicht dafür schämen. Weder beim Arzt noch beim Podologen. Ihr müsst euch nicht dafür schämen, dass ihr schon so lange nicht hingegangen seid. Es ist immer gut, wenn man sich in solchen Fällen Hilfe holt.